Ich bin Russin und ich bin eine Veganerin. Heute habe ich das hier gemacht, gekocht. Pirashki. Auf Russisch sind das Pirashki. Auf Deutsch nennt man das gebratene Teigtaschen mit Spinatfüllung. Lecker. Als erstes habe ich die Füllung gemacht, habe Spinat aufgetaut, dann frischen Dill und Schnittlauch reingetan, Salz und Knoblauch. Das war die Füllung. Dann habe ich den Teig gemacht. Den mache ich immer mit Wasser, Mehl und Öl. Das Wasser muss immer lauwarm sein, wenn ich das mache. Dann habe ich den Teig ausgerollt. Ist mit der Füllung befüllt. Und gebraten im Öl. Das hier sind Champignons. Ich habe sie mit frischer Zitrone gemischt.